Ich würde nämlich gerne, meine Freunde, ganz kurz auf ein Video reagieren wollen, bevor wir jetzt hier in CraftTech reinstarten. Und zwar ist es das Outing von Miguel Pablo, was ich mitbekommen habe. Danke für die ganzen Primes an der Stelle hier. Vorab hat mich übertrieben überrascht. Hat mich übertrieben überrascht, Mann. Dieses Video, erstmal generell, dass es, glaube ich, ein neues Video von Miguel Pablo gab, hat mich erstmal komplett überrascht. Und jetzt ein Outing, meine Freunde. Ich habe tatsächlich noch nicht reingeschaut. Ich dachte zuerst, dass es da irgendwie um Clickbait geht, so von wegen, weil Dislike-mäßig so ganz weird. Ich hoffe, dass es kein Clickbait ist, weil mit so einer Sache clickbaitet man halt einfach nicht. Keine Ahnung, das finde ich, gehört sich nicht. Wenn man sich outet, ist das ein sehr, sehr starker Move, der eine Menge Respekt verdient. Gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, nochmal, glaube ich, etwas schwieriger. Deshalb, ja, finde ich das auf jeden Fall extrem cool, wenn es dann real ist. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ihr könnt ja gerne auch eure Meinung dazu ballern, lieber Subchat. Subchat natürlich nur, ihr wisst Bescheid. Ich habe hier so eine scheiß Strähne, die kotzt mich übertrieben an, Alter. Ich oute mich an der Stelle, dass meine Frisur mich heute extrem nervt. Aber gut, kann man nicht ändern. Gut, schauen wir mal ganz kurz rein, was Miguel Pablo da tatsächlich zu sagen hat. Ich verstehe es nicht, Alter. Ich verstehe es nicht. Aber es ist monetarisiert. Das ist gut. Das ist ein Outing monetarisiert. Das ist ein Schritt in die richtige Richtung. Finde ich gut. Arcani Cam heute nicht. Nein. So, schauen wir mal ganz kurz rein. Heute habe ich ein sehr, sehr ernstes Thema mit euch zu besprechen. Und ich weiß, es wird sehr, sehr viele von euch schockieren. Und ich habe mega Angst vor diesem Video. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal so ein Video machen werde. Und Leute, ich weiß. Man merkt ihm auf jeden Fall an, dass er halt Real Talk richtig, richtig krass, richtig, richtig krass damit kämpft quasi. Nicht, wie das ankommen wird und deswegen ich fange jetzt einfach an zu. Das ist halt das Ding, also wenn er schon sagt, ich weiß nicht, wie das ankommen wird, Bro, in so einer offenen Gesellschaft, in der wir eigentlich leben, sollte es eigentlich komplett cool aufgenommen werden und sollte gar kein Stress sein, Mann. Normalerweise sollte jeder sagen, ey, finde ich cool, dass du so offen über deine Sexualität redest. Respekt dafür, sollte sich jeder ein Beispiel dran nehmen, der vielleicht noch so ein Outing vor sich hat. Es muss nicht unbedingt ein öffentliches Outing geben. Ich glaube, es gibt auch den einen oder anderen YouTuber-Menschen, der sich nicht geoutet hat, der homosexuell ist oder eine andere Sexualität hat als Heterosexualität. Das muss auch, glaube ich, nicht immer sein. Aber ich finde es immer sehr stark, wenn das getan wird und tatsächlich real ist, denn, wie gesagt, sehr viele Menschen haben mit ihrer Sexualität einfach ein Problem, beziehungsweise mit der Außenwirkung ihrer Sexualität. Von daher finde ich das eigentlich einen coolen Move und man merkt ihm auf jeden Fall, dass der das ernst meint. Ich hoffe auch, dass es ernst ist. Alles andere fände ich wirklich extrem, extrem enttäuschend. Erzählen, damit ihr mich mal versteht. Ja, Leute, viele von euch wissen ja, ich habe früher mal auch Real Talks über Mädchen gemacht, irgendwie mein Problem mit Mädchen. Und ich habe einfach in letzter Zeit gemerkt, da ist das Interesse einfach weniger geworden. Und ich will, dass dieses Video ernst genommen wird. Aber ich habe auch mega Angst davor, das Video hier zu machen, weil ich meine Community kenne. Und ich habe ein bisschen Angst, dass ich Hate für dieses Video kriege. Und das ist halt echt krass. Also wenn man sich halt outet, dass man dafür tatsächlich Hate bekommen oder die Sorge haben muss, dafür gehatet zu werden. Finde ich crazy, weil das ist absolut, absolut nichts, was hatenswert ist für Sexualität. Aber egal, ich erzähle euch jetzt einfach meine Situation und ich hoffe einfach, ihr versteht mich und die wahren Fans von mir, die werden mich so akzeptieren, wie ich bin und ich werde mich auch nicht verändern. Ich bleib und bin so, wie ich bin und wenn ihr mich wirklich supportet, dann bleibt ihr auch an meiner Seite und ihr wisst, Leute, ich halte auch zu euch. Jedenfalls habe ich jemanden kennengelernt. Wir waren erst sehr gute Freunde und dann kam das eine zum anderen. Es ist nicht plötzlich passiert, es war halt einfach so, dass man sich irgendwie halt näher gekommen ist und ich habe einfach anders gefühlt, als ich sonst gefühlt habe und dann ist mir halt bewusst geworden, ich stehe auf Jungs. Ja, Leute, ihr habt richtig gehört. Ich stehe auf Jungs. Stark. Also stark. Natürlich komplett überraschend auf jeden Fall. Gerade bei ihm als Charakter, weil ich ja auch in dieser ganzen Zeit so, wo er so ein bisschen Schwierigkeiten hatte in Berlin, den einen Abend dabei gewesen bin. Und ich auch wusste, dass er damals eine Freundin hatte, aber vielleicht war das schon damals in seinem Kopf irgendwie drin, beziehungsweise er hat es damals schon gewusst und hat es jetzt den Mut, es auszusprechen. Aber viel wichtiger ist einfach, dass er es ausspricht und dass er den Mut hat, darüber zu reden. Jetzt ist es halt so, dass ich einfach so fühle, wie ich fühle und ich Ja, kann Mann. nichts für meine Gefühle. Safe. Und ich will, dass sie mich da versteht. Und ja, eigentlich ist das kein trauriges Video, weil ich eigentlich sehr aufgeregt bin. Weil denjenigen, den ich kennengelernt habe, haben einige schon in meinem Video gestern gesehen. Ich habe ihn gestern zum ersten Mal gezeigt. Wir haben uns gleichzeitig Braids gemacht. Und ja, Leute, ich zeige euch jetzt meinen allerersten Freund. Yo. Oh Mann. Oh man. Wenn sie Voila, ich schwör,
Absolut, absolut interessantes und cooles Paar, finde ich. Sehen beide extrem, extrem, extrem cool aus, einfach so. Finde ich gar nicht stereotypisch, so wie man sich, so wie viele Leute sich tatsächlich einen Homosexuellen vorstellen. Das ist ja gar nicht dem Stereotyp entsprechend. Finde ich sau cool. Jetzt, no, also ihr wisst, glaube ich, was ich meine, um es jetzt politisch korrekt auszudrücken. Finde ich sau cool, Mann. Finde ich ein einfach süßes, cooles Paar, Mann. Sich zwei Menschen einfach treffen, die sich so ähnlich sind, Ja, auf Mann. eine gewisse Art und Weise. Ich schwör's dir. Wir sind Zwei so. Menschen, eine Seele. Ja, wir sind so gleich. Ja. Das ist krass. Ja, Leute, so ist es halt, wo die Liebe halt hinfällt, ne? Es ist halt so im Leben. Da findest du die richtige Person und zack, hast du plötzlich Gefühle für ihn. Bei mir. Das ist das Ding, Leute. Ich finde, das ist auch so ein Ding. Also man steht ja generell, glaube ich, nicht unbedingt auf ein Geschlecht, sondern vielmehr auf Menschen. Man verliebt sich ja nicht in Geschlechter, sondern in Menschen. Und das kann hier natürlich genau auch der Fall gewesen sein. Wenn man sich so gut versteht, dann blickt man komplett über das Geschlechterimage hinaus und sagt, okay, mache ich jetzt halt mit dem Typen was. Voll fein. Also finde ich einen sehr, sehr coolen Ansatz irgendwie, wenn man halt sagt, so, yo, ich blende das Geschlecht einfach raus, ich habe da eine Person, die ich mag. Go for it, man. Also fucking go for it, auf jeden Fall. War es genauso wie bei ihm? Also für die, die seine Vorgeschichte nicht kennen, er war jetzt nicht schwul und ich wusste jetzt auch nicht, dass er schwul ist. Beziehungsweise er wusste es auch nicht, genauso wie ich. Es war bei Ja. uns beiden die ähnliche Situation. Falls da draußen irgendwelche gibt, die auch sowas Hab hatten. keine Angst davor, euch zu outen. Das Ja, Mann. fällt einem übelsten Stein vom Herzen. Ja, es war halt auch irgendwie genauso, wie er gesagt hat schon vorher. Er hat das Interesse langsam an Girls verloren. Wenn ich ihn so anschaue, dann fühle ich irgendwas anderes. Ich fand ihn ehrlich so als ersten Jungen so äußerlich anziehend. Ich stand noch nie auf einen anderen Typen. Das ist so der erste Typ, wo ich einfach so Ist Gefühle einfach hatte. willkommen. Das Ding. Crazy, dass diese Realization dann quasi einfach so kommt. Also das finde ich super interessant. Ich würde gerne wissen, was da so biochemisch im Körper abgeht und wie es dazu kommt. Finde ich sehr interesting tatsächlich. Und dann zu sagen, jetzt haben sich hier zwei Menschen gefunden, zwei Menschen, die halt komplett cool miteinander sind und sagen, yo, wir sind jetzt halt einfach ein Paar. Finde ich sau strong. Finde ich einfach sau strong. Wie es. Und an die Leute, die hier gerade im Chat irgendwie homophobe Kommentare oder sowas rauslassen, mir scheißegal, ob Sub oder nicht, es ist gerade sowieso Sub-Mode drin. Liebe Mods, komplett wegbannen, okay. Passiert so, wir haben bei einem Freund, einem gemeinsamen Kollegen, haben wir übernachtet. Es war einfach anders. Also wir wollen jetzt nicht ins Detail gehen, aber keine Ahnung, wir haben halt gemerkt, wir haben halt Gefühle füreinander. Wir haben eher miteinander gequatscht, als irgendwie Zeit mit anderen Mädels zu verbringen. Ja, das. Wir haben uns ein Glas geteilt, so einfach. Irgendwann war das so, da war ein Mädchen bei uns, nur wir beide haben geredet. Ja. Und die anderen haben wir komplett ausgeblendet. Und ja, das macht es auch so also aus, ne? Ja, es ist fast wie mein bester Freund, aber Gleichzeitig auch, ja, jemand, mit dem man auch so sein in möchte. so eine Person, mit der man sein kann, sich geborgen fühlt, so. Ja, ne? Crazy, also mich überrascht es auf jeden Fall auch komplett. Aber wie gesagt, saustark, wie offen er darüber redet, Alter, saustark. Mega das süße Paar. Mad Respect davor, wirklich, Mann, ehrlich. Dann kam halt irgendwann dieser Moment, wo wir einfach mal miteinander geredet haben und wir sind jetzt davor halt schon näher gekommen. Damit ihr das jetzt klarer versteht, so, wir haben uns halt in der Nacht geküsst, so. Das war nicht so komisch. Es war Sehr so, was Schönes. ja, es war schön. Wir haben erstmal gar nicht darüber geredet. Wir dachten so, wir sagen das gar keinem, weil wir wussten ganz genau, es wird komisch kommen und wir haben uns es einfach für uns behalten. Und dann haben wir einfach mal Real Talk gemacht. Wir haben gesagt, dass wir Gefühle füreinander haben und seitdem sind wir halt jeden Tag zusammen unterwegs, treffen uns bei ihm öfter, ich trage seine Pullis. Unser Freundeskreis wusste es auch nicht. Bitte schreibt uns wegen dem Video jetzt nicht so komische Nachrichten von wegen, ey, was ist los mit euch und so. Das wollen wir gar nicht lesen. Entweder ihr steht zu uns oder ihr steht nicht zu Genau. uns. Wichtiges Statement auf jeden Fall. Homophobie ist leider immer noch ein viel zu großes Thema, Alter. Fick Homophobie aufs Übelste. Rassismus, Homophobie, in meinem Kosmos kein Platz dafür, Mann. Menschen, die sich so verhalten, verpisst euch. Also Real Talk, verpisst euch aus meinem Kosmos, verpisst euch aus meinem Freundeskreis und so weiter und so fort. Will ich nicht lesen. In meinen Kommentaren will ich nichts mehr zu tun haben. Finde ich übertrieben verurteilbar. Es gibt Menschen, die aufgrund von eventuell Erziehung oder kulturellen Hintergründen sicherlich mit der Thematik Homosexualität nicht so offen umgehen, die sicherlich auch Angst davor haben, sich mit dieser Sache auseinanderzusetzen, Angst eventuell davor, vom Freundeskreis, Elternhaus oder sowas tatsächlich dafür dumm angemacht zu werden, oder Angst davor eventuell, so, das ist auch eine sehr, sehr irrationale Angst, das habe ich aber auch schon oft gehört, Angst davor selber eventuell homosexuell zu werden, was kompletter Bullshit ist, weil, ne, wie gesagt, naja, jedenfalls möchte ich nur eins sagen, wenn ihr solche Gefühle habt, Mann, und ihr sagt, yo, ich fühle sowas, geht auf jeden Fall offen damit um.
Und lasst euch nichts vorschreiben, Mann. Lasst euch nichts vorschreiben. Und auf der anderen Seite, habt doch ein bisschen Verständnis, dass es vielleicht da draußen Menschen gibt, die das nicht gewöhnt sind, die das einfach nicht kennen, die das einfach anders anerzogen bekommen haben, dass die langsam daran geführt werden. Und alles andere ist doch fein, Alter. Soll doch jeder mit jedem machen, wie er will. Solange doch, ja, ihr kennt meinen Satz, Mann, solange keine Kinder, Tiere oder irgendeine Zwangslage dabei sind und alles über 18 ist und jeder seinen Spaß dabei und keiner zu Schaden kommt. Voll fein, go for it, Mann. Sexualität ist was Schönes. So lebt's aus, wie ihr möchtet. Real Talk, abgesehen von den Grenzen, die ich halt gerade genannt habe, ne? Und Leute, falls ihr mal wirklich so ein Q&A wissen wollt, wo wir das mal näher an euch erklären und vielleicht auch nochmal über unsere Vergangenheit reden. Uns fällt es sehr schwer, das gerade so öffentlich zu machen. Vor allem, ich bin eigentlich kein Mensch, der so öffentlich vor der Kamera steht, wie er jetzt. Er macht sein ganzes Leben öffentlich. Ich bin da jetzt so voll. Er wollte eigentlich auch erst nicht ins Video. Wir können ja erzählen. Wir haben es ja unseren beiden besten Freunden Ja, gesagt. wir haben es den besten Freunden erzählt. Also bei dem Coming Out, wo wir darüber mit denen gesprochen haben, waren sie echt schockiert darüber und das ist uns im Endeffekt nicht leicht gefallen, genau. Ja, schockiert ist auf jeden Fall der falsche Move. Überrascht auf jeden Fall. Ich jetzt auch, aber schockiert überhaupt nicht. Also es ist ja nicht so. Es ist ja nicht. Ich bin ja nicht schockiert, weil jemand sagt, ich habe eine andere Sexualität als Heterosexualität, also als heterosexuell. Warum sollte ich da schockiert sein? So, ich sag, nein, Bro, cool, dass du darüber offen reden kannst. Wie das jetzt hier. Der eine hat es sehr cool genommen, der Ja, hat er gesagt, steht auch dahinter, ja, meinte er so, hat ja, gesagt, bleib euer Bro. es bleibt alles cool. Wir ändern uns ja nicht. Wir sind dieselbe Person. Wir werden Ja, immer noch safe. mit Ja. unserem Kollegen chillen. Genau, es wird sich nicht viel ändern. Ich hoffe, ihr steht hinter uns. Ich meine, wir sind ja glücklich damit und ich meine, jeder wünscht sich doch für einen Freund, dass er glücklich ist. Ich glaube, das passt doch auch so. Ich meine, guckt uns mal an. Ja, Mann. Leute, sind wir das fresheste Paar in Deutschland? Safe. Es fällt uns ein übelster Stein vom Herzen mit dieser Message. Boah, das ist 100% real. Ich glaube, man sieht Cheers. es ihm an. Er ist richtig, richtig krass erleichtert gerade gewesen, Mann. Ich bin eigentlich mega froh. Wir sind momentan glücklich. Und ja, ich werde in den nächsten Tagen viele Videos drehen, wie ich meine Tattoos noch entfernen lasse und Oh, starker Move. vielleicht auch noch Videos mit ihm. Wenn ihr es wollt, dann lasst ein Like da, dass wir halt ein Q&A machen und vielleicht machen wir dann mehr Videos. Und jeder, der schwulenfeindlich in den Kommentaren ist, zeigt ihnen, dass Schwulenfeindlichkeit nicht okay ist. Dieses Video wird Ja, hoffentlich Mann. zeigen, wie stark die Leute gegen Ja, Mann. Diskriminierung Ja, sind. Mann. Ja, Mann. MP Army ist für immer, immer. Auf Peace and Harmony. An alle Leute da draußen. An die MP Westside. Army da draußen. Zeigt einfach, wie stark ihr seid. Und um den Leuten zu zeigen, dass wir gegen Diskriminierung sind, ihr wisst Bescheid dann. Schreibt Hashtag Anti-Discrimination in die Kommentare, wenn ihr auch für jeden Menschen seid, dass jeder Mensch Sehr kompliziert gewählter Hashtag, ne? gleich ist, egal welche Rasse, Sexualität, aus. Rasse ist jetzt auch nicht unbedingt der, ja, richtig gewählte Fachterminus, aber I get your message, Bro. Sehen. Hautfarbe. Also Anti-Discrimination, Leute. Jeder Mensch ist Mensch. Und Ja, ja, Mann. Leute, ich liebe euch und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Ciao. Stark auf jeden Fall, stark. Ja, Mann, Miguel, übelst homophob, mein Outing. Das ist oft so ein Muster, was sich oft abzeigt, dass sehr viele Leute, die sehr, sehr homophob sind und ein krankes Problem mit Homosexualität haben, oftmals selber unterdrückte, man nennt das verkappte, Homosexuelle nennen das oft verkappte Schwule, ich weiß nicht, ob ihr den Begriff kennt, die sehr, sehr homophob auftreten, halt oft selber einen Hang zur Homosexualität haben. Das ist schon oft passiert. Starkes Ding, mad respect davor. Bro, zieh dein Ding weiter durch, Mann. Extrem heavy. An der Stelle auch nochmal an meinen Chat, an meine ganze Community. Lasst auf jeden Fall gerne ein bisschen Support in den Kommentaren da und auch hier in den Kommentaren. Alles, was homophob und sonst was ist, wird weggeblockt. Kein Platz für so eine Scheiße. Kein Bock auf so einen Müll. Ich möchte, dass ihr eine anständige und offene, coole Community seid, Mann. Und ja, freue mich für die beiden einfach. In diesem Sinne. Peace out.